Nassereit ist nicht nur wegen seiner täglichen Staus auf der Autobahn berühmt, sondern auch wegen seiner hohen Krippenkultur. Hier findet sich kaum ein Haus, das nicht mit Krippen zu tun hat. Die Figuren bestehen dabei aus Lehm. Dieser wird in Form gedrückt, gebrannt, bemalt und fertig ist das Lohmandl. Auf den ersten Blick fallen bei dieser Krippe die vielen Schafe auf. Das hat eine besondere Bewandtnis. In Nassereit gibt es bis heute den Brauch, dass jedes Kind in der Adventszeit eine Krippenfigur herstellen darf, die dann zur Hauskrippe dazugestellt wird. Man braucht in einer Krippe aber nur ein Jesuskind, eine Maria und einen Josef. Daher greift man mit der Zeit notgedrungen auf Randfiguren zurück und schon wird der Weideplatz ganz schön eng für die große Herde. Ja, Sachen gibt's, aber mittlerweile sollen sich auch im heiligen Land Tirol bei den vielen Alleinerziehenden diese Probleme ganz von selber auflösen.